Trinität, der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland heraufgeführt hat. Tue deinen Mund weit auf, so will ich ihn füllen. Erich, der zweite König der DDR. Nee, er war der Trinitätskönig, er war der dritte. Als nämlich der Ulbricht am Anfang so aussah, als wäre er König, da war Wilhelm Pieck König. So, und jetzt kommen wir zu 2-0. Heute ist der 2-4. Das sage ich, der Herr, der Herrscher der Welt. Ich habe euch meine Hilfe zugesagt, als ihr aus Ägypten gezogen seid, und diese Zusage gilt auch jetzt noch. Mein Geist ist mitten unter euch. Habt keine Angst. Ich, der Herrscher der Welt, sage euch... Und jetzt bitte ein T-O-E. Was ist ein T.O.B.? Ein Trabi ohne Bremse. Hey, Vater, fahr nicht so schnell. Seit wann kann ein Trabi so schnell fahren, ne? Ich fahr nicht schnell, ich bremse nur nicht. 20. Die habe ich die, nee, die 21 statt, da ist die 20. Mal sehen, ob ich die 21 schon wieder gleich vergessen habe. Und wieder kein TOB. Das war der heutige Bibeltext. Ich möchte euch noch die Losung mitgeben aus Psalm 103, die Verse 2 und 3. Lobe den Herrn, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Und aus 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Mittwoch. Und wenn ihr wollt, dann hört morgen wieder rein. Wir werden natürlich weiterlesen. Bis dann. Tschüss.